Droppt der Loot immer erst oder kommt der gleich raus, wenn man irgendwas perfekte surft? Einleitung war. Hallo und herzlich willkommen, Leute, bei Never. Und ja, Julian ist mit dabei. Yay! Hallo, ich bin Julian. Ja, also ich bin 12 Jahre alt. Ich habe, ich rauche seit 2,5 Jahren und trinke auch regelmäßig, daher kommt auch die Stimme. Habe also wundert euch nicht. Hat auch Sackläuse. Ja, Julian, ja, mein Kollege Sackläuse hier leben auf in Team Photosynthese Brainless. Mit meinen Sackratten. Spucker und Crawler. Bucket, Alter. Oh, Alter, wie er sie. Digga, wenn du mir in den Kopf schießt, hau ich dich. Dann machst du erstmal gar nichts mehr, muss ich ehrlich sagen. Da kenne ich jemanden, der kann da ein Lied von singen. Die habe ich schon ein paar Mal mit der Waffe in den Kopf geschossen. Meinst du Peppi? Ja. Da ist ein Golem. Wo? Da hinten steht einer. Hat sich hier gerade teleportiert. Nee, ich bin da am Rumfliegen. Da hinten ist noch ein Golem. Ja, den meine ich. Flashlight White. Git. Wo ist der? Ja, wo ist denn das Vieh hier gerade? Lol, der Golem ist. Oh, was gefressen. Crunchy Benz. Ah, hinter dir. Oh. Der ist reingebuckt. Reingebuckt? Fuckt. Reingebuckt. Wo ist der Affe? Ich buck auch immer. Er ist 100 Pro hier unter der Brücke, oder? Der Golem? Oder? Ist egal. Komm, ich lock ihn mal an. Oh. Ah, da in der Ecke steht er. Oh, Nico! Gut, dann haben wir zwei Golems hier. Da taucht gleich ein zweiter auf. Oh ja. Wie geil. Siehst du, wie lockt man Viecher an? Ja, egal. Bam! Ja, echt mal kurz leveln. Jo, macht ganz hoch und keine Ahnung, halt was. Üblich halt, ne? Strength? Oh, nachladen, eine lustige Idee. Boah, Alter, ich hätte hier viel lieber einen Sniper. Ich mache immer höher, wo laufen wir lang? Ah, genau, wir sind da hinten, das Grain Silo. Julian, check du immer, guck immer so ab und zu mal auf zu laufen, guck seitlich immer hin und her, ob da wirklich niemand ist. Echt, dass ein Auto kommt. Ja, dich überfährt. Ja. Ey, lass uns echt mal dieses eine Auto schnappen, was es hier gibt. Irgendwann mal. Jetzt. So gangmäßig, dann geben wir jeden einfach ein Drive-By so. Und so, yo, willst du mit? Mit der Sniper? Drive-By? Ja. Also, ich sehe keinen von hier, muss ich sagen. Ich auch nicht. Wir laufen jetzt. Ich sag's dir, wenn ich drin stehe. Im Feuergefecht. So, von Code. Okay, die Punkte gehen runter, das heißt, da ist keiner. Okay, dann gehen wir direkt hoch, weil da liegen Waffen. Ja. Dude. Hauptsächlich aber Uzis. Das ist gut, Uzis. Ich finde Uzi ist die beste Mach 9 ist die beste Sekundärwaffe. Ja, wobei die könnte total eine Primärwaffe sein, weil das ist einfach. Weil die einfach. Das verstehe ich echt nicht. Die Mach 9 ist einfach OP. Das ist eine Dreier-Burst-Waffe, Julian. Okay, ne? Die kannst du eigentlich spammen. Eine KB-12 ist hier, also die Schrotze, die Julian, glaube ich, gerade hat. Passt, hier ist eine Smith & Risley. Ah, man sieht die Leute jetzt auch durch die Wände durch, die Teammates. Ist noch gut. Smith & Risley. Man sieht die Teammates jetzt durch die Wände durch. Oh. Herzlichen Glückwunsch. Nice. Finde ich gut. Wiederholst dich, Nico. Die haben was erreicht. Hier ist bei mir gelootet gewesen. Ich weiß auch nicht, wie lange das gelootet jetzt ungelootet bleibt. Die Waffen spawnen hier relativ schnell. Ah, hier oben ist alles gelootet. Nicht schnell. Liegen die immer oben auf dem Dach oder auch in dem einfach, die liegen einfach rum. Die liegen einfach Die liegen hier eigentlich überall so. Also wenn ich die grobe Standorte beschreiben müsste, ich komme mal kurz zu euch runtergeflogen. Pipe Sniper, wow! Hast du geschossen, Julian? Ja. Also hier liegt eine Pipe Sniper, aber die will ich nicht. Will niemand. Wo? Die Pipe Sniper ist halt echt nicht gut. Boah, ich bin zu blöd, ich sehe die nicht mal. Da? Da, lol. Ich muss halt nach jedem Schuss nachladen und die ist nicht so gut wie die Crew, also die ist scheiße eigentlich. Das Einzige, was halt praktisch ist, dass sie. einen geilen Sound macht. Ja, probieren wir mal kurz aus. Die ist halt silenced, das ist der einzige Vorteil. Aber die hat halt, du kannst halt nicht hier, du kannst nicht, ich habe auch keinen Schuss mehr drin. Kann man sie hier verkaufen, ne?
Ja, du, ich würde die einfach behalten, falls du irgendwann mal eine Waffe brauchst. Die ist die Taste. Ich halt habe keine Schüsse mehr drin. Ja, die kann ich dir kaufen. Das ist die gleiche Muni wie die. Ah? Lopez. Ja. Westview ist under attack. Wenn jetzt gleich da steht, dass irgendjemand stirbt, dann wissen wir, dass bei Westview jemand ist. Wollen wir das hier einfach einnehmen? Da drüben ist ein Mantis, nur so. Oh. Alter. Ja, der steht immer da. Fast verreckt. Was hast du gemacht? Ja, ich bin aus dem Fenster gesprungen. Aber ich bin quasi mal wieder vom Fensterrahmen gesprungen und habe somit meinen Gleiter nicht geöffnet. Ah, gut gemacht. Ja, best moment. Bei mir backt manchmal der Gleiter einfach so rein. Du läufst, Julian, du läufst gerade auf den Dingern rum, ne? Ja. Okay, ich dachte gerade, da ist ein Spieler. Guck mal, ich spring hier gerade rum. Willst du das? Willst du das Fliegeviech killen? Reicht die so weit? Wenn, anscheinend. Normalerweise, wenn der auf dich zufliegt, hast du getroffen. Ich renn mal. Und hier, ja, ich guck, hier unten sind die Waffen schon wieder gespawnt, die ich eingesammelt habe. Ja? Ja, ja. Lol. Was hast du nochmal eingesammelt? Smith & Wrestle 2, dann liegen hier noch zwei KB-12se. Wo bist du? Der ist unten festgebackt. Also hier liegt schnell alles rum. Hier ist alles am rumliegen, weißt du. Guck mal, da unten hängt der fest. Ich seh ihn. Ich flieg mal hin. Lol. Ah, du schießt gerade. Da hinten kommt einer. Ich? Das ist Kobi. Unten ist ein Mantis halt. Guck mal, ich flieg mal hin. Jubi, geh mal weiter rüber. Da kommt er. Hammer. Jetzt bin ich schon unten. Oh, da kommt zu dir runter. Ich muss nachladen. Alter, was der geschluckt hat, ey. Gott, wie so eine Schlampe, ey. Ja, aber du hast den Namen vielleicht nicht gescheit getroffen. Ja. Wenn man, weißt du, pro Hit 50 ziehst oder sowas, dann ist es auch Alter, nicht. Weißt du, wie weit ich. Ab was für ein Scheiß, wenn ich mit der Shotgun getroffen hab? Ja, ich denk mal gar nicht. Doch, er ist ja hergeflogen zu mir dann. Ja, gut, okay. Woo! Kann aber halt auch der Sound gewesen sein. Ja, mal, wenn. Ich ein paar Waffen hier hinlegen, ich brauch die nicht alle, das ist. Wirf mal hin. Hau sie in dein Global einfach, wenn dann. Ja, aber ja, nee, ich kann die jetzt nicht alle mit rumschleppen, das ist voll behindert. Obwohl so eine Smith & Wrestle natürlich nicht so wertvoll ist. So. Ich heb mal auf. Okay. Kann man immer gebrauchen. Ja, ich hab ne Uzi gefunden. Hallo Lappen, ey. Willst du eine? Ich hab nämlich schon eine. Boah. Hast du Schüsse? Ja. In der Hose. Es liegt hier an der Ratte. Erstmal die Ratte am Ball. Ich geb dir aber mal ungefähr ein Dingsbums-Schuss und dann laufen Schuss. Wir jetzt ein Magazin-Schuss und laufen wir jetzt eh nach Trainer rein. Also wir könnten jetzt noch 10 Minuten hier bleiben, da würden wir wahrscheinlich insgesamt noch 10 Waffen oder so zusammenkriegen. Vielleicht spawnt da auch was Cooles, ich weiß es nicht. Wieder eine Pipe. Jedenfalls spawnt die hier echt richtig schnell. Ja, muss man echt sagen. Ja, dann würde ich sagen, dann chillen wir uns hier oben hin und spotten. Ja, das halt einfach mal so ein paar Minuten warten und so halt coole Waffen. Ja, ich würde halt einfach hier. Ihr könnt ja gerne rumlaufen, aber ich gehe jetzt nach oben und guck, dass ich die Lage also checke. Check die Lage. Dass falls jemand kommt, dass ich das halt sehe. Aber ich bräuchte jemanden, der mir hilft. Ich komme mit hoch. Weil es. Hast du noch Schüsse für die Pipe Sniper? Ja. Willst du kurz welche geben? Warte mal, nee, Kobi hat Schüsse für die Pipe Sniper. Willst du mir die geben, Kobi? Ich könnte dir ein paar geben. Gib ihm mal 50. Ja, da, 1, 2. Gib ihm einfach mal 50, dann reicht das. Ja, nee, dann hätte ich nur noch 80 für die Lopez und die sind total schnell weg. Ach so. Ja, dann gib ihm einfach mal 10. Und 20. Oh, findet man die hier, oder? Das ist die blaue Muni. Hast du nicht viel Muni gekauft, muss ich sagen. Wo bist du, Julian? Ich bin oben auf dem Dach. Ich bin, ach so, ich sehe, ne? Also auf dem Mitteldach, nicht ganz oben, sondern auf dem halben. Ja. Geh ich mal ein bisschen spotten hier oben bei der Sniper. Na, wenn du willst, geh ich schnell zu Trainyard rein. Oh cool, eine Ken-Gun. Wow. Boah, Alter, kannst du gleich. Noch kannst, eine. Die kannst du nicht mal verkaufen. Ich meine, der kann gar nichts machen. Alter, ernsthaft, ich hab noch gar keine Muni gefunden. Für ansatzweise. Nee, Muni kaufen wir. Muni kaufen wir. Ja, die Rich Kids kaufen die. Ja, die Rich Kids kaufen die Muni. Die Poor Kids. Merci. Die
kaufen sie halt nicht, weil sie nicht können. So, wie viel ziehe ich mit der Pipe Sniper der Mantis? Keine Ahnung, brauchst du vielleicht deine 10 Schuss brauchst du schon dafür. Mindestens. Ich brauche mit der Crew brauche ich auch 2 Magazine. Echt? Ja, der Mantis hat schon viel Leben. Ich hab grad ein Problem. Was? Kubi, kannst du die eine Wasteland-Richtung checken? Die, zu den Häusern geht. Also da bei Trainyard weiter links von hier aus gesehen. Leute, die haben die Da stand gerade, als ich so ein Harz aufgehoben habe, Pickup Uzi und jetzt steht Uzi. Ah, hast du eine gefunden? Kannst du mir die geben? Ja, ich hab sie unten gerade wieder hingeschmissen. Ja, nee, nimm die mit, Alter, die Uzi ist mega nice. Ja, stimmt eigentlich, die kann man immer mal haben, ne? Ja, die kann, das ist als Sekundärwaffe auch mega nice. Ich würde sowieso alle Waffen immer reinlagern und wenn dein Global mal voll ist, dann sagst du dir, komm ey, die Smith & Rizzi, kann mich jetzt am Arsch knutschen. Brauche ich nicht. Boah, ich hab einen lustigen Teil habe ich vorzumachen. Wenn einer ankommt, wenn ich einen sehe, dann gucke ich, dass der mich nicht so ganz gut sieht. Oder je nachdem, wie der läuft, dann gucke ich, dass ich da hinfliege. Leute, wir haben Reaper in der Nähe, ne? Echt? Ja, guck mal Richtung HTO. Richtung High-Rise Trading Outpost. 8 Minuten. 11. Ach. Alter, da kommen wir niemals so schnell hin. 10 Minuten bei Garfield. Ja gut, okay, wir bräuchten 5 Minuten dahin zu laufen. Locker. Du kannst eigentlich auch ganz gut Muni sammeln, indem du halt hier die ganzen Waffen aufhebst und sie einfach entlädst. Hat einer von euch geschossen? Ja, ich. So habe ich gerade schon fast 109mm Ammo gesammelt. Ja, ich würde halt, wenn wir jetzt den Creeper machen wollen, dann müssen wir hingehen. Also wir brauchen 2 Minuten. Lass ihn ja schnell fertig claimen hier. Ja, gut. Ich weiß nicht, ob wir den Reaper schaffen. Den schaffen wir. Ich hab noch 350 Schuss für die Uzi. Okay. Allein würde ich den Reaper machen. Alter, ich hab mich zu Tode erschrocken, Spieler! Wo? Alter, die kam mir gerade hoch! Alter, ich hab einen Herzinfarkt, Junge. Ah, ich seh ihn. Bist du tot oder hast du? Ja, nee, ich bin tot. Da wo du drauf standest auf dem Dach. Scheiße, ich war gerade Waffe wechseln. Alter! Nico, wie war's mit Spotten? Ich hab die nicht gesehen. Ja. Die kamen nicht aus der Sicht, wo ich war. Puh, willst du mich rollen, Alter, solche Fickgesichter. Aua! Oh, der hat wehgetan. Alter, mein Hals tut gerade mega weh. Ja, ich bin gestorben. Ich war am Heilen, der Heilbutton hat nicht gefunzt. Ich drück da 50 mal drauf und da passiert nichts. Oh, shit. Boah. Was hatten die für Waffen, ey? Ich war auf jeden Fall wanted weg. Ja, der hatte eine TFC, glaube ich. Ah, ist halt echt krass. Momentan in Never sind nur equippte Leute da. Spawnen wir da Safe Zone oder ist die Under Attack? Ist nicht under Attack. Okay, dann spawn ich in Lakeside. Alter! Boah, ey. Ohne Scheiße, du hab ich mich noch nie erschrocken, ey. Alter. Ich bin gerade gestorben. Aber die kamen halt echt, die kamen von Trainert, aber in einem Winkel, den ich nicht sehen konnte. Weil die kam gerade so voll um die Ecke gesneakt, ich eben auch. Ich war gerade noch im Inventar zum Waffewechsel, weil ich hatte auch die Pipe Sniper in der Hand. Ja? Ja. Rausgeflogen aus dem Inventar mit der Pipe Sniper aus der Hüfte geschossen einmal. Okay. Ja, dann warst du tot. Ja. Alter, was für Assis, ey. Was war das für Spaß? Ja, ich glaube, ich habe einen richtig Damage gemacht mit der TFC. Aber Alter, ich wollte mich heilen und dann ging das nicht, ey. Ich drücke auf den Button, ich mir, ja, heil. Ja, komm, jetzt heil doch endlich. Und dann war ich da beim Heilen, da lief das Heil war am Prozessen. Prozessen? Ja, und dann ist da halt nichts passiert, wa? Dann war halt, gerade dann kamen die halt hoch, aber wie gesagt, in dem Moment, wo das Heilen aber gerade angefangen hatte. Also solche Hurensöhne, ohne Spaß. Jetzt habe ich keine Hatz mehr. Was mach mal? Ich glaube, ich geh gleich erstmal scheißen. Hammer. Nee. Ja, erstmal kurz neu equippen und dann. Kurz equippen. Weiß ich nicht. Und dann würde ich sagen, wechseln wir den Server und gucken, dass wir einen Reaper machen. Ah, was nehme ich mit? Katana? Ja. Nimm eine Schusswaffe mit. Na, du hast keine Schusswaffe. Ich hab nur noch die Sniper. Die will ich nicht ungern mitnehmen.
Wann hatten wir gerade Waffen? Ohne Spaß, das sackt gerade wie Sau. Ja. Kann ich mich schon wieder richtig krass drüber aufregen. Muss ich echt sagen, gerade momentan ist Never echt assi. Ja. Naja gut, wir haben noch wenig Geld, Alter. Ja, trotzdem ist es total ätzend. Jetzt habe ich kein Backpack Space, um mein Backpack zu kaufen. Das ist natürlich scheiße, wa? Ja. Aber ich find's auch geil, lol. Erstmal Doktor-Bags aufgehoben. Erstmal ein Ding, so ein Head aufgehoben. Dann hast du mein Doktor-Bag, glaube ich, aufgehoben, Nico. Ah, okay. Hey, findest du ein neues Messer? Was? Warum? Wie hast du dir das kaufen können? Ich hab Geld, Nigga. Ich hab Geld. Okay. Oh, fuck. Das ist ein Spasti. Du bist so ein Spasti, ernsthaft. Wir sind ja in der Aufnahme, scheiße. Ja. In der Aufnahme am Failen. Weißt du, wenn diese Drecks-Hitbox fixen würden, ne? Dann würde ich sagen, lass auf den Museumsteil da gehen und dann sniper ich ein paar Leute weg. Ach, die können das ganze Spiel fixen, Junge. Die können die ganzen scheiß Waffen wegmachen und neue rein oder einfach bessere. Und nee, die Waffen finde ich in Ordnung. Die Waffen finde ich auch. Die Hitbox ist einfach. Ey, das könnte viel, viel flüssiger sein. Ich weiß nicht. Deine Scheiße könnte auch viel, viel flüssiger sein. Ja, die ist auch richtig flüssig. Die läuft mir gerade zum Arsch raus. Boah, Junge. Junge. Meine Kuppe ist schon ganz braun. Also von hier aus können wir einen Server wechseln. Ja, bitte. Ich habe meine Waffe auch gerade nicht. Wir hätten echt den Server vorher den Server wechseln sollen, bevor wir hier gespawnt sind. Ja. Kubi erstmal hier rage-mäßig fuck aufschreiben, ne? Finde ich. Weißt du, wenn er dann noch GG schreibt, Alter, ich stehe gleich bei dem vor der Haustür. Da ist ein Server mit 0 Leuten drinne. Drauf geht's. Ja, Better Hunter, ne? Kommst du nicht rein? Nochmal. Leck mich doch. Loading. Nipp, kommst du nicht rein? Nee. Da ist einer mit 19. Ja. Butterknife Bandits. What the fuck? Den sehe ich nicht. Violent Messiah. Ich hab Sealus Watcher. Ja, Violent Messiah. Unsecured ist unten einer. Scare Psycho. Also ich bin jetzt bei Butterknife Bandits auf dem Server drauf. Butterkneif Banditos. So. Dann join ich dir nach. Boah, Alter. Bin gerade echt gestorben, ey. Digga, wo bin ich gespawnt? Ja, geil. Wo halt? Ich bin draußen am Marshfield. Am Arschfield? Ich hab euch eine Group Invitation angedroht. Alter, wo seid denn ihr? Loot Drop, das ist ein Loot Drop? 21 Minuten noch. Pearson Park. Dann hat er gerade begonnen. Wo seid ihr? Ich bin in der Nähe. City. Boah, du bist gar nicht in der Nähe. Ungefähr in der Nähe. Ist ungefähr gleich weit davon entfernt. Treffen wir uns dort? Wo? An dem Loot Drop. Also, ich würde sagen, Kubi, du kommst erstmal richtig geil zu mir. Ich soll zu dir, okay? Ja, Kubi, wo bist du? Ich sehe dich nicht auf der Karte. Ich bin in der Stadt oben. Westview. Richtig. Du bist wohl nicht in der Gruppe drin. Doch, doch. Ich lauf schon mal los zurück. Da musst du die Karte neu öffnen. Ich lauf dann los Richtung Loot Drop. Ja, warte mal, wenn wir einen Loot Drop machen, dann würde ich jetzt noch schnell zu Riverside gehen und einen Sniper einpacken. Oder? Ganz ehrlich, ich hatte in allen Unlock-Chesten. Weißt oder Dingern, die ich in letzter Zeit hatte, nur Hüte. Ja, ist aber auch oft so. Ich geh mal rüber und hol mir noch ein paar oben so ein scheiß Pump-Action-Shotgun. Ja, ja, kann mal gucken, ob du da was kriegst. Aber ficken, Alter, ey, ich krieg da nur so eine Krütze raus. Kubi, ich warte hier auf dich. Ja. Alter, wenn ich jetzt einmal verrecke, dann rühr ich das Spiel nie wieder an. Nico, töt ihn mal. Du wirst auf jeden Fall nochmal verrecken im Spiel. Wenn ich jetzt verrecke. Ach so, jetzt auf dem Weg? Ja. Hast du deine Waffe eingepackt? Ich glaube es. Du wirst verrecken. Ja, ich weiß, ich habe auch nur noch Scheiße. Oh lol. Alter, ich dachte gerade, ich verstecke mich so geil hier so an einer Hausecke, ne? Dreh ich mich um und da ist eine Gasse hinter mir.
Boah, Alter, die Gasse guckt da noch richtig geil in die Darf City ich einen Golem mit einem Schwert? Nein. Never. Du nicht. Wie komme ich denn am besten unbemerkt vorbei? Steht auf einer Brücke. Golem kannst du mit Rennen abhängen. Wie aufmerksam sind die auf Bewegung? Weniger als die orangenen Viecher. Oder wie Toni und ich sagen würden, orangenen Viechern. Orangenen? Nee, orange. Schreibst du O-R-O-N. So. Ich höre dieses Escort-Päckchen. Ja, deine Mutter. Stöhnt mir ins Ohr. Aber ich will echt noch einen Reaper machen, ne? Julian Trainyard ist under attack. Ja, von mir aus. Pass also auf. Dass ich nochmal sterbe. No one cares. Ja, stimmt eigentlich. Am wenigsten ich. Also hier ist zumindest niemand, weil der Sting-Claim geht runter. Gut. Hast du dir gut gemerkt. Ja, es sei denn, derjenige hat keinen Clan. Es sei denn, derjenige hat keinen Clan, genau. Aber grundsätzlich hat jeder voll raus einen Shotgun. Clan. Eine Shotgun? Jo. Dann hast du jetzt wenigstens 2-3 Muni für die Schotze. Ja, 7. Boah, Kubi, Alter, jetzt hier, ne? Ich hab ne Smith and Risley. Ja, das ist die Pistole. Schau mal, ob ich euch was mitbringen kann. Wenn du eine Uzi findest, wäre das mega nice. Und da würde ich dir auch gleich sagen, dass du die als Sekundärwaffe benutzt. Und ah, halt dafür braucht man eigentlich ordentlich Muni, weil die ist so schnell weg. Ja, ja. Für die Uzi brauchst du halt echt irgendwie 400 Muni, damit es wirklich rentiert. Also Kubi, ich lauf langsam in deine Richtung. Digga, wie schnell respawnen bitte hier die Waffen? Hast du schon wieder was? Wie kann man die Waffe entladen? Ah, unload. Ja. Soll ich euch einen Shotgun mitbringen? Die KW-12? Ja. Ja, nimm mit. Ich würde immer das Global füllen bis zum geht nicht mehr. Bis zum Anschlag. Ich komme hier leider gerade nicht ins Global rein. Ja, aber du kommst irgendwann mal demnächst ins Global rein. Uzi gefunden? Nice. Dann hast du jetzt eine Sekundärwaffe, die ziemlich gut ist. Meines Erachtens noch. Kubi, du hast dich equipped, bevor du euch ausgelockt hast, oder? Ja. Gut. Ja, klar. Warte mal, wo läufst du lang? Geh zurück die große Straße, da ich stehe da gerade. Hä? Guck mal auf der Karte. Ja. Geh jetzt geradeaus Richtung Wasteland. Ja. Okay, Leute, dann ich loot noch ein bisschen und dann gehe ich los. Ja. Ja. Wer von uns hat nochmal die Lopez? Ich. Okay. Das heißt, du bist der fucking Fernkämpfer. Hä? Scheiß. Ja, ich hab die TFC. Ja, dann bist du der Fernkämpfer. Die TFC ist eine Schrotze. Scheiß. Ich weiß noch, als du den einen Sniper hier so richtig geil weggeholt hast. Ich bin so traurig, dass ich das nicht in der Aufnahme hab. Im Sprung, ne? Im Sprung ballert er ihn halt eiskalt weg. Ja, das war damals, als die Hitbox auch noch ordentlich war. Nee, die Hitbox war da schon im Arsch. Ich hab dem Typen Header gegeben. Ach stimmt, ich erinnere mich. Die Hitbox war da schon gefickt. Weil da habe ich nämlich auch eigentlich in den Rücken geschossen. Und ja, im Rücken triffst du einen richtig gut. Ich sehe dich, glaube ich. Bezweiflich stark. Ja, ich sehe dich. Spring mal. Ah ja. Wow, hinter mir ist ein Spieler. Ich kill den mal. Spieler? Ja, hier bei mir. Komme. Ja. Blauer Rucksack. Grüner Rucksack. Sehr gefährlich. Digga, ich hab auch einen grünen Rucksack. Ja, aber andere Leute mit grünen Rucksack sind viel gefährlicher. Hat er eine Waffe? Weiß ich nicht, aber ich glaube, er läuft schneller als ich. Hat er dich gesehen? Nee, der rennt weg. Ich glaube, er hat keine Waffe. Noch eine Shotty? Rede nicht aus den Augen, ich will nicht, dass er plötzlich wieder hinter uns steht. Du schießt dich nämlich an.
Warum stirbt denn der nicht? Was soll denn das? Ernsthaft? Ja, geh ins Wasser rein. Wenn da gleich steht, dass du verreckt bist, dann... So. Okay. Also jetzt ernsthaft, hey. Ich will dein Geld einsammeln. $3 oder was? Ja. Aber irgendwie... Ah, das... Alter! Alter! Das ist ein Scherz. Hast du geschaut? Warte, ich hab ihn gekillt! Ich hab ihn gekillt! Echt? Ich hab ihn gekillt. Geh, bist du das? Ich bin auf dem Dach gerade. Da ist einer, da ist noch einer. Noch einer? Da ist noch einer. Der lootet gerade mein Zeug. Bist du tot? Mhm. Du läufst. Wo bist du gerade? Der müsste gerade nebendran beim Wasser sein. Bei einer Brücke bin ich. Der müsste gerade nebendran beim Wasser sein. Die waren also zu dritt. Ist dann Käse daneben gewesen? Kann sein, ich weiß es nicht mehr genau. Ich kann dir gucken, ob ich die Karte. Ich kann die Karte vielleicht, boah, soll ich zum World spawnen oder in der Safe Zone? Spawn the World. Ey, ohne Witz, ich verreck gleich, das wette ich. Ja, geil, spring ins Wasser, damit er mich hört. Der ist hier, guck auf die Karte, links von dir. Lol, ich hab wieder Frame Drops. Na gut, dann Leute, schade, aber bis zum nächsten Mal. Tschüss.